So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf Schloss Hohentübingen. Mein Name ist Ernst Seidel, ich bin der Direktor des Museums der Universität Tübingen und das MUT, Kürzel, ist eine Einrichtung der Universität, die sich allen 70 Sammlungen der Universität widmet, also nicht nur den archäologischen, kulturhistorischen und kulturwissenschaftlichen Sammlungen hier auf Schloss Hohentübingen, sondern allen 70 Sammlungen. Das sind die meisten an einer deutschen Universität. Und wir haben unglaubliche, singuläre Objekte, die weltweit tatsächlich ihresgleichen suchen. Und was wir zum umbrisch-provenzalischen Markt anbieten können, das sind zweierlei Sachen. Zum einen in der klassischen archäologischen Sammlung haben wir etruskische Vasen und Vasenmalereien aus dem 7. und 6. Jahrhundert aus Umbrien heute. Oder hier in der jüngeren Ur- und Frühgeschichte haben wir aus der Heuneburg, von dem oberen Donaulauf, dieser Keltenburg, haben wir Belege, die darauf eindeutig hinweisen, dass wir diese kulturelle Verbindung haben, nämlich durch die importierten antiken Vasen, griechische Amphoren, die über Marseille, die Rhone nach Norden importiert wurden zur Heuneburg unter den Kelten oder auch hier noch im 1. Jahrhundert vor Christus eben diese wunderbaren Amphoren, da wurde Öl oder auch Wein transportiert damit. Und so haben wir diese kulturelle Verbindung hier aus Schwaben heute, aus Württemberg direkt in die Provence und nach die italische Halbinsel zu den Etruskern nach Umbrien.